Hallo liebe Nerds, liebe Gamer, liebe Damen und alle, die Nerd Gamer oder Dame werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Duna-Mission, eigentlich sogar zum dritten Teil, wobei die Vorstellung vom Raumschiff jetzt hier mal ausgenommen ist. Ja, wollen wir es wagen? Ich denke mal, ihr wollt schon, sonst würdet ihr euch das jetzt nicht angucken. Auf geht's. Das allererste, wir decoupeln unser Raumschiff. Dabei werden auch diese Verbindungsstrukturen. Das war gerade sehr, sehr doof. Das war gerade richtig doof. Schnell wieder verbinden. Wieder verbinden. Wir müssen uns wieder verbinden. Jebediah. Kann keine. Ja! Der kann nicht fliegen. Ja, set as target. Na komm, Magnet, tu, was du willst. Tu, was du sollst. Ja, sehr schön. Ich habe vergessen, Jebediah mitzunehmen. Das war ziemlich dämlich. So, jetzt wird ein Shoot raus. Jetzt haben wir nämlich nur noch Bob hier drin. Ja, wartet mal. Ich mach das anders. Ich transferiere alle Leute nochmal darüber. Und transferiere dann alles nach und nach. Ich habe es im letzten Video noch gesagt. Ich bin ganz schön dämlich. Aber ich schreibe nämlich nicht mit H. Also außer an der Stelle, wo das H eigentlich hinkommt. So, Jebediah Kerman hier rüber. Bob ist unser Wissenschaftler. Bob Kerman hierher. Na, geht doch. Gut. Das wäre es jetzt gewesen, hey. Palim, palim, palim. Wir warpen wieder zu Apoapsis und vollziehen dort dann die Trennung. Was ich nur vorher mache, ist noch, ich deaktiviere das SRS und das ACS, damit einfach der Bereich hier weiterhin mit Energie versorgt wird. Oder dass die Energie dafür dementsprechend reicht. Stabilitätsassistent reicht uns hier. Sehr schön. Jetzt. Dock. Jetzt ist die Trennung vollzogen. Wir gehen auf die Map-Ansicht und switchen zu unserer Landeeinheit. Hier aktivieren wir RCS und SAS und begeben uns erstmal raus aus dem Einflussbereich ab. Beziehungsweise erstmal muss ich den Tank aktivieren, weil der war ja bisher deaktiviert. Wir gewinnen erstmal ein wenig Abstand zu unserem Zubringer. Denn wir wollen ja jetzt gleich ein Bremsmanöver vornehmen, damit wir uns in die Atmosphäre von Duna begeben. Ja, genau, dich da oben meinen wir. So, jetzt sind wir weit genug weg. Wir bremsen das Ganze nur mit den Steuerdüsen. Man sieht, wie die Periapsis sich verändert. Es dürfte auch gleich passieren, dass wir hier an... Weil wir werden dann demnächst hier an Interstellar 1 vorbeischießen dementsprechend. Die Kappeln wollen wir nicht. Wir müssen dann gleich noch die Einstellungen machen, was wir wann, wo, wie machen sollen, wollen, können, müssen. Aber erstmal gehen wir in einen Bereich so um die, ich würde sagen, ja, ich hoffe mal, dass 30 Kilometer reichen. Es könnte im Übrigen sein, dass ich einen Konstruktionsfehler drin habe, der uns gleich sehr, sehr teuer zu stehen kommen wird. Und zwar, weil die Landestützen ohne Hitzeschilder ausgestattet sind, beziehungsweise diese äußeren Tanks hier ohne Schutzschilder ausgestattet sind. Nicht, dass uns die wegbrechen, weil dann können wir das mit der Landung komplett vergessen. Ich kann die Aufzeichnung von den Videos nochmal mit einer verbesserten Rakete machen. Wäre ein bisschen dämlich. Wir werden es sehen. Gehen jetzt erstmal, wie gesagt, in einen Bereich unterhalb der... Na, was machen wir? Komm, wir machen erstmal 40 Kilometer und gucken mal, ob uns das eventuell schon weit genug runterbremst, um in einen niedrigeren Orbit zu kommen. Dazu beginnen wir jetzt erstmal mit...
allem, was irgendwie Vorbremsfallschirme sind. Also diese kleinen hier, beziehungsweise die ganz großen. So, haben wir noch einmal. Und waren das jetzt die ganz großen oder was? Und genau, die ganz großen. Der Bereich sollte uns da schon mal zumindest soweit absichern. Was ich jetzt mache, ist, ich packe alles das, was wir an sonstigen Fallschirmen noch haben, packe ich hier jetzt mit runter. Und sehe erstmal zu, dass wir das hier in Sicherheit bringen, nicht, dass wir versehentlich dekoppeln. Das wäre nämlich ein bisschen dämlich. Ein bisschen ist gut, das wäre sogar sehr dämlich. Dann wäre das ganze Projekt eigentlich für die Füße. Nun gut, wir machen einen Quick Save. Wir machen einen Quick Save, danke. Energie haben wir. Beim Eintritt in die Atmosphäre müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir die Solarpaneele einziehen. Ansonsten werden die zerbrechen. Ich meine, wir haben noch 4 Stück zur Reserve da, aber das muss ja nicht sein. So, das Warpen ist gleich abgeschlossen. Time Warp complete. Was man jetzt natürlich hier auch nochmal machen könnte, das ist, dass man mit Bob, das machen wir auch, eine EVA macht und ein EVA Report. Above Dunas Lowlands hatte ich wohl schon. Das heißt, das hat uns jetzt nichts gebracht. Was wir aber machen können, was ich glaube ich noch nicht hatte, das ist der, doch, hatte ich auch schon. Okay, vergesst das, vergesst das, vergesst das. Gehen wir noch ein bisschen näher an unsere Periapsis. Jetzt befinden wir uns im Einflussbereich von Duna. Das bedeutet, Solarpaneele sofort einfahren. Und uns darauf verlassen, dass wir ja unsere Batterien und unser ACS haben. Ist schon schön gemacht. Wobei ich habe jetzt auch gesehen, dass es ein paar Mods gibt, die das Ganze einfach noch ein bisschen echter, moderner aussehen lassen. Erhöhen wir ein bisschen die Geschwindigkeit. Ändert sich dann an unserer Apoapsis was? Es sieht im Moment noch nicht so aus, als wären wir weit genug unten, um hier großartig was zu verändern. Nee. Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Aber wir sind ja jetzt gleich schon wieder am Steigen. Jetzt. Bedeutet im Endeffekt, wir werden. Wir könnten das jetzt entweder 500.000 Mal durchführen, um die Apoapsis zu verringern. Oder aber wir senken einfach unsere Periapsis noch ein bisschen. Genau das werden wir auch tun. Sobald wir hier draußen aus der Atmosphäre, machen wir wieder einen Time Warp zur Apoapsis und verändern wieder unsere Periapsis dementsprechend. Das ist jetzt soweit. Time Warp mal 10, Time Warp mal 50, gleich geht der Time Warp mal 100 und dann mal 1000. Das hilft uns auf jeden Fall. Gehen wir wieder Retro. Na, wir können auch Procrate bleiben. Da wir das Ganze ja mit den Steuerdüsen machen, können wir das Ganze auch mit der N-Taste machen und müssen dafür jetzt nicht extra das Raumschiff drehen. Dann gehen wir jetzt mal unterhalb der 30 Kilometer und schauen mal, ob uns das eventuell noch ein bisschen, ja, effektiver nach unten bringt, sage ich mal. Wir könnten natürlich auch gleich bis direkt oberhalb der Oberfläche gehen, aber wie gesagt, mir fehlen die Hitzeschilde und das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Monopropellant haben wir eh mehr als genug dabei. So, komm, wir machen 28 Kilometer. Irgendeine Stimme sagt mir, dass 28 Kilometer erfolgsversprechend ist. Blip. Energiemäßig sieht es auch noch gut aus, die Batterien halten. Da war Ike, da ist Duna. Jetzt gehen wir wieder Retrograde. Diesmal ist das wichtig, weil wir hier unseren Haupthitzeschirm quasi haben. Also eins weiß ich, sollten uns hier diese äußeren Tanks abreißen, dann
wäre das ziemlich dämlich. Pressure Data. Ja, nee. Temperatur. Haben wir auch schon. Seismische Daten. Hahaha, wir sind ja gar nicht auf der Oberfläche. So, machen wir noch einen Quick Save, einen schnellen. Wobei jetzt könnten wir sowieso nicht mehr viel verändern. Deaktivieren das RCS. So, jetzt sind wir schon so tief eingedrungen in die Atmosphäre wie beim letzten Mal nicht. Aber bis es anfängt zu glühen, scheint es auch noch etwas zu dauern. Ah, doch, jetzt geht's los. Und das verändert unsere Apoapsis dementsprechend viel, viel stärker. Wir könnten jetzt die Bremsfallschirme zünden, das ist im Moment aber noch risky, wenn mich das nicht. Ja, genau, es ist risky. Das Gelb hier, das bedeutet risky, Rot bedeutet auf gar keinen Fall benutzen. Und wir sind auch schon an unserer Periapsis gleich angekommen mit 27,8 7 Kilometern. 27,8 Kilometern. Das heißt, es wäre jetzt noch etwas früh, die Fallschirme zu zünden, zumal unser Schwung auf jeden Fall noch ausreichen wird, um uns wieder zurück ins All zu tragen. Allerdings ist das einigermaßen schonend, sodass unsere Tanks das Ganze vielleicht eventuell doch überleben könnten. Mal schauen. Ich hoff's. Ich hoffe es definitiv. Ich habe da echt nicht mehr dran gedacht. Wir müssen ja in die Atmosphäre damit. Dämlich. So viel zum Thema nämlich mit H, ne? Mal wieder ein bisschen Time Warp. Wir glühen immer noch. Wir sind aber schon an der Periapsis vorbei. Wir sind schon wieder am Steigen. Sieht man auch hier oben über die Ansicht. Das hat jetzt schon wieder aufgehört. Am liebsten wäre es mir ja, wir haben ja hier so eine Stelle relativ nah am Eis, am Poleis, dass wir da vielleicht landen. Da könnte ich noch ein paar Daten abgreifen, die ich so noch nicht hatte. Das würde mir wirklich gut gefallen. Wirklich. So, gleich sind wir wieder raus aus der Atmosphäre, sodass wir wieder ein bisschen weiter warpen können. Jetzt ist es soweit. Wie gesagt, ich bin jetzt hier auch selbst noch ein bisschen am Herumexperimentieren, weil ich keine Lust habe, dass die Rakete kaputt geht. Bleiben wir Prograde. Und reduzieren wir. Warum kann ich. Ah, ich hab's RCS deaktiviert. Klar. Idiot. Ich sag's ja immer wieder. Dann gehen wir jetzt mal auf unter 25 Kilometer. Nee, wir gehen jetzt auf 20 Kilometer. Wir gehen jetzt auf 20 Kilometer. Ich möchte den Vogel jetzt endlich landen lassen. Und hoffe, dass die Airbrake uns da dementsprechend lebendig runterkommen lässt. Dazu werde ich jetzt aber hier einen Quick Save machen. Und wir warpen hier hoch. Ich habe das RCS deaktiviert. Ich bin ja ein Idiot. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Ja, wir sind in der Atmosphäre. Man sieht es schon darin, dass es RCS anspringt. Sollten wir jetzt die Gelegenheit haben, Fallschirme zu zünden, werde ich es wohl versuchen. Wobei es könnte immer noch etwas früh sein. Periapsis und Apoapsis sind beide. Jetzt deaktiviere ich erstmal den schnellen Vorlauf. Ich habe keine Lust. Durch das Beschleunigen der Zeit hat es auch einen höheren, hat die Aerodynamik, ach Quatsch, hat der Luftwiderstand auch einen höheren Einfluss auf die einzelnen
Elemente auf die einzelnen Teile. Ich möchte eigentlich nicht, dass diese Rakete kaputt geht. Wir brauchen noch einen Umlauf. Ich fasse es nicht. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach den Antrieb zünden, könnte uns sofort runterbremsen und dann wäre die Sache gegessen. Aber ich möchte ja Treibstoff sparen. 4 Kilometer fallen, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir an der Periapsis. Wir treten gleich in die noch dichteren Luftschichten ein. Vielleicht bremst uns das doch dementsprechend noch ein bisschen ab. Wir bewegen uns immer noch mit über 1000 Metern in der Sekunde. Jetzt sind wir in den dichteren Luftschichten. Nicht, dass uns hier wirklich die Tanks kaputt gehen. Wie sieht denn das von innen aus? Das ist das, was Jebediah sieht. Das ist das, was Bob sieht. Also quasi gar nichts. Ja, eine Airbrake werden wir auf jeden Fall noch machen müssen. Auch wenn wir jetzt etwas mehr in etwas dichteren Luftschichten waren. Es wird wohl nicht ganz reichen. Die großen Fallschirme könnte man schon fast zünden. Aber ich glaube nicht, dass die uns einfach mal 1000 Meter in der Sekunde nehmen. Auf der anderen Seite, wir reiten quasi gerade so auf einer kleinen Welle vor der Periapsis her. Wir haben noch 20 Sekunden, bis wir dort sind. Oi, Feuerball. Bitte, liebe Tanks, haltet. Haltet einfach so lange, bis wir euch abstoßen können. Ja, wir reiten gerade, jetzt sind wir wieder am Steigen. Jetzt sind wir wieder am Steigen und es hat immer noch nicht ganz gereicht. Airbrakes sind eine feine Sache. Hier drüben würde ich im Übrigen auch landen, hätte ich gar kein Problem mit. Schön im Eis oder in der Nähe des Eises, sodass eine kleine Expedition dorthin uns noch ein paar Forschungspunkte beschert. Gucken wir mal. Eieieiei. Ja, manchmal holt einen auch das Real Life einfach ein. Und das Handy klingelt. Kann jetzt aber nicht. Die Aufnahme ist wichtiger. Also sollten wir es überleben. Time Warp noch ein bisschen. Wir kommen doch nicht mehr ins All zurück. Ich glaube, wir kommen doch nicht mehr ins All zurück. Die Periapsis ist... Ja. Ich sollte auf die Ansicht zurückwechseln. Weil wir steigen jetzt zwar noch ein bisschen, aber wir werden dann dementsprechend auch gleich wieder fallen. Denn, aber wir werden weit entfernt sein von jeglichem Eis. So einen langen Spaziergang kann ich keinem von denen zumuten. Auch wenn sie keinen Sauerstoff brauchen. Entschuldigung. Scheiß Pollen. So, wie gesagt, wir sind jetzt wieder ein bisschen am Steigen und danach werden wir fallen. Der Bedeiher und Bob, die beiden hier unten, die sind begeistert. Kann man auch mal reingucken in das Ganze, wie das aussieht. Entschleunigen wir kurz. Ne, genau in die falsche Richtung. Web. Da freut sich einer. Ist das nicht majestätisch? Ich finde das total toll. Weckt so ein bisschen den Wunsch in mir, selbst ins All zu fliegen. Aber ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren. So, fertig machen zum finalen Sturz auf dem Planeten, weil die Batterie ist leer. Das war klar. Gut, dass wir das RCS haben. Ich kann im Moment die Solarzellen noch nicht aktivieren. So
Sobald wir glühen, muss ich auch den Time Warp beenden. Es gibt tatsächlich Leute, die aus dem Stock Material Single Stage to the Orbit gebaut haben, um mit einem Flugzeug auf Kerbin zu starten und hier auf Duna zu landen. So. Das letzte Mal glühen. Aber ich kann angeblich die Fallschirme auch schon aktivieren. Das heißt, wir sind ja auch gar nicht mehr so schnell. Vielleicht reicht's ja noch. Was sagen unsere Instrumente, wie viel Meter wir noch haben? Noch über 3 Kilometer hier oben. Passt ja mit dem, was hier oben steht. Einigermaßen. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass irgendwas kaputt geht. Wäre ein bisschen doof, weil der Ingenieur, der ist irgendwo im Orbit unterwegs rund um Duna. Wäre auch ein bisschen doof. Ja, wir sind weit, weit, weit entfernt von jeglichem Eis. Ich kann ja nicht um einen halben Planeten laufen. Das funktioniert ja nicht. Also kann ich schon. Aber damit will ich euch wirklich nicht langweilen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal einfach einen Rover mitnehmen. Wäre vielleicht eine Idee. Wobei ich da noch nicht so ganz rausgefunden habe, wie ich den transportieren soll. So, die Fallschirme könnte ich theoretisch aktivieren. Aber ich will warten, bis wir aufhören zu glühen. Wir sind immer noch bei über 3 Kilometern und die gehen eh erst auf bei 2,5. Ja. Vielleicht hätte ich noch ein paar Lichter einbauen sollen, aber jetzt, wo die Batterien leer sind, ist das sehr witzlos. Okay, Fallschirme raus. ACS deaktivieren. Landestützen ausfahren. Wäre auch auf G gegangen, ich weiß, aber. So, lassen wir uns vorbremsen. Wir sind unter 1 Kilometer. Und die restlichen Fallschirme raus. Jetzt hoffe ich wirklich, wir kommen auf einigermaßen geringe Geschwindigkeiten. Zwölf Meter die Sekunde ist nicht wirklich langsam, ne? Vielleicht muss ich unseren Antrieb doch mal kurz aktivieren. Einfach nur für das finale Bremsmanöver. La 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 la. So, die letzten 200 Meter. 12 Metern in der Sekunde. Das ist natürlich die letzten 100 Meter. Es ist irgendwas kaputt gegangen, aber es war nur eine Landestütze. Sehr schön. Eine Landestütze overstressed. Kann ich mit leben. Schnell noch die Paneele ausfahren. Dann würde ich auch sagen, wir warten bis zum nächsten Tag, bis wir hier irgendetwas machen. Wo geht denn die Sonne auf? Da hinten. Genießen wir unseren ersten gemeinsamen Sonnenaufgang auf Duna. Ich meine unseren ersten gemeinsamen Sonnenuntergang auf Duna. So, hier jetzt, wie gesagt, können wir die Leitern ausfahren. Können unsere Analysen und unsere Daten hier einsammeln. Wie ihr seht, gibt alles noch Forschungspunkte. Oh, das können wir sogar noch übertragen. Gibt aber nicht so viel, wie wenn wir es einfach behalten. Auch behalten.
Atmosphärenanalyse nochmal 320 Forschungspunkte. Den Crew Report, den übertragen wir direkt. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, Bob ist unser Wissenschaftler. Ab geht's nach unten. Ein kleiner Schritt für einen Kerbin, aber ein Riesenschritt für ja, mein Forschungsprogramm quasi. Surface Sample 480 Wissenschaftspunkte, EVA Report 128 Wissenschaftspunkte und er pflanzt uns eine Flagge. Ja, setzt eine Flagge in den Boden. Juhu! Modern Nerd Wars here. Punkt, Punkt, Punkt. With his spectators. Sehr schön. Wenn man sich mal überlegt, wie lange diese Mission jetzt schon gedauert hat, nur um das zu erledigen, ist schon gewaltig, ne? Ach, lassen wir ihn wieder nach oben klettern. Was wir jetzt machen könnten, ist, wir können hier die Daten einsammeln. Brauchen wir aber nicht, weil wir bringen das Teil ja komplett, komplett mit quasi. So, können wieder an Bord gehen, können uns hier natürlich auch das Ganze dann mal anschauen, wie das aussieht, so aus der Ansicht, aus der Ego-Perspektive quasi. Sehr, sehr nice. Wie gesagt, da wir uns so weit entfernt befinden von jeglichen, von jeglichem Eis, ich wäre da gerne noch hingegangen. Vielleicht könnte man noch eine Mission machen hier hoch auf den Berggipfel oder sowas, um noch ein paar Forschungspunkte einzusammeln. Ich würde sagen, das soll für das heutige Video reichen. Was wir dann noch machen werden, das ist, dass wir unsere vier äußeren Tanks markieren werden, hier fixieren werden. Und unseren großen Tank auf dieser Seite, dass wir hier automatisch schon auf In gehen, sobald wir losfliegen. Einfach damit der Antrieb, der einzige, den wir noch dabei haben, dann versorgt sein wird. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ja, im nächsten Video, wie gesagt, machen wir hier unser Rendezvous mit Interstellar 1 und werden dementsprechend dann zurückfliegen nach Kerbin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.